Schon zu Beginn meines Studiums habe ich schnell mitbekommen, dass relativ viele Studenten das Studium gestartet haben, aus dem Grund, dass sie gedacht haben, ja, Medizin habe ich jetzt nicht geschafft, jetzt überbrücke ich das und vielleicht ist das doch das Richtige für mich. Aber das haben die dann gleich mitbekommen. Und für mich selbst war eigentlich wichtig, der technische Aspekt und der medizinische Aspekt, die Mischung aus den beiden. Und deswegen habe ich das Studium gewählt. Das Biomedical Engineering Studium ist ein technisches Studium mit einer Schnittstelle zwischen Technik, Medizin, Biologie und Chemie. Und viele vergessen dann am Anfang, dass es ein technisches Studium ist mit wirklich vielen Grundlagenfächern wie Mathematik, Physik, Programmieren. Und danach kommen mehr spezifische Fächer, wo man wirklich das gelernte Basiswissen dann anwenden könnte. Und grob gesagt ist das Studium dann wirklich für technische Lösungsansätze, für Therapiemöglichkeiten und Diagnoseverfahren in der Medizin. An meinem Studium gefällt mir am besten, dass es noch nicht sehr spezialisiert ist, dass man relativ viele Einblicke in den unterschiedlichen Sparten erlangt. Und als Beispiel kann ich das biomedizinische Labor bringen, wo man bereits das aus der Vorlesung direkt im Labor anwenden kann. Als ein Freund und ich uns gemeinsam hingesetzt haben, für eine Prüfung zu lernen, für eine relativ große Prüfung, wo wir ziemlich viel Zeit investiert haben und es leider beim ersten Mal nicht geklappt hat und wir uns trotzdem mit voller Motivation hingesetzt haben und dann schließlich es beim zweiten Antritt geklappt hat. Ich hätte gern gewusst, wie groß das Lernpensum bzw. der Lernaufwand für eine bestimmte Prüfung ist. Und man darf einfach nicht unterschätzen, wie groß der Lernaufwand für eine Prüfung im Gegensatz zur Schule ist. Und dafür würde ich einfach zur Studienberatung oder zur HTU hingehen und sich wirklich auseinandersetzen mit den Herausforderungen und Schwerpunkten des Studiums und sich darüber einfach besser informiert. Und auf keinen Fall die Prüfungen im ersten und zweiten Semester hinauszögern, da sie viele Voraussetzungen für weitere Semester sind und auch einen groben Überblick über das Studium geben. Da ich damals von einer HS gekommen war, waren die Grundlagenfächer für mich am schwierigsten und zeitaufwendiger, wirklich auf das Level von Absolventen einer HTL zu kommen. Was zum Beispiel kein Nachteil ist, aber zum Beispiel bei Programmierfächern muss man dann sich genug selber beibringen, viel üben und selber probieren, bis man das auch wirklich kann. Wenn man zum Beispiel Vorwissen hat von der Schule, ist das auf jeden Fall ein Vorteil, aber mit genügend Ehrgeiz und Zeitaufwand ist das auch für alle anderen schaffbar. Da ich nun in meinem Masterstudium bin, habe ich mich für die Spezialisierungen Instrumentierung, was mit viel Sensoren zu tun hat, und Neurotechnologie, damit ich eben diesen Menschenkontakt nicht misse, entschieden. Und ich möchte gern an einer erleichterten Diagnose mit bestimmten medizinischen Sensoren arbeiten, wie zum Beispiel Biochemiesensoren in Richtung von Produkten, die dann auf den Markt gehen und Diagnose erleichtern.